Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Wizen. Eine neue Session, eine neue Aufnahmesession. Wir sind hier beim Jäger Duck. Und ich entschuldige mich nochmal für die ersten 5 Folgen, dass der Ton vielleicht ein bisschen zu leise war. Bei den Gesprächen sollte jetzt hoffentlich behoben sein, habe ich mal ein bisschen höher gestellt. So, wo können wir denn jetzt hin? Die Karte ist ja hier, ne? Wenn ich jetzt hier weitergehe. Schwert lasse ich lieber raus. Automatisch speichern. Was haben wir denn hier so Schönes? Ach, hier kann ich ja auch was lernen, glaube ich. Das Ding Ricardo. weg. Ja, ist ja gut. Gut für dich. Hallo. Was ist? Was machst du hier? Wache schieben. Und wie läuft die Wache? Beschissen. Wieso? Stell du dich mal Tag und Nacht in den Sumpf. Nee, danke. Ist dir kalt? Nein, hier stinkt's. Erzähl mir was über das Lager hier. Da hinten ist der Tempel, da ist der Sumpf. Hier ist mein Wachposten. Ach was. Na, das ist ja sehr freundlich. Wer hat hier das Sagen? Der Don. Wer? Der Kerl im Tempel. Ach. Du bist nicht gerade ein Mann der großen Worte. Wozu auch? Ich kenne dich doch überhaupt nicht. Das kommt mir bekannt vor. Was machst du hier außer Wache schieben? Das Lager verteidigen. Gegen was? Biester. Welche Biester? Die aus den Ruinen. Schön alles aus der Nase ziehen. Naja, ist manchmal so. Wo genau sind diese Ruinen? Überall da, wo der Boden Buckel hat. Hast du in letzter Zeit solche Biester gesehen? Ja, da hinten bei der Ausgrabungsstelle, mitten im Sumpf sind welche. Und? Machen mich nervös. Warum? Sie sind eklig. Ist nicht wahr. Oh Mann. Was macht euer Don im Tempel? Geschäfte. Welche? Das geht dich nichts an. So? Ich wette, du hast keine Ahnung. Ist mir egal. Ist mir egal. Ah, der ist ja sehr freundlich und sehr gesprächig. Naja. Bist du ein guter Kämpfer? Zum Bauernklatschen reicht's. Ja, so siehst du auch aus. Dir irgendwas aus den Knochen zu leiern, ist eine Qual. Du stellst die falschen Fragen. Ba, 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 ba. Okay, versuchen wir es mal damit. Was wäre es dir wert, wenn ich die ekligen Viecher für dich töte? 30 Gold? Das ist ja Wahnsinn. Naja. Gut, ich töte die ekligen Insekten im Sumpf für 30 Gold. Okay, mach weg die Dinger. Ja. Und wehe, du zahlst nicht. Wir können ja eigentlich unendlich Quests annehmen, müssen wir natürlich nicht sofort machen. Weil ich weiß auch nicht, ob die so stark sind oder nicht. Naja, kann er mich denn trainieren? Kannst du mich trainieren? Weiß nicht. Gegen Gold? Meinetwegen, aber ich spiele nicht das Kindermädchen für dich. Ich zeige dir, wie du mit der Armbrust schießt. Mehr nicht. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Armbrust 2. 200 Gold und. Nee. Aber wir haben gar keine Armbrust, ne? Das nützt uns dann also nicht viel. Oder habe ich hier eine Armbrust? Nein. Ach, Bolzen und Pfeile habe ich, aber ich hab auch nichts verkauft, glaube ich, ne? Nee, haben wir denn noch nicht. Seilrolle, die könnte ich klauen, aber nur. Naja. Domingo. Was willst du? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Erzähl mir was über dieses Lager. Bist noch nicht lange hier, was? Also pass auf, ich mach's kurz. Wenn du essen willst, musst du dafür arbeiten. Aber wenn du hier bist, um abzusamen, gehst du besser zu den Kuttenträgern in der Vulkanfestung. Hier wird dir jeder die Hand abschlagen, wenn du dich an den Sachen anderer vergreifst. Klar? Und jetzt geh wieder, ich hab zu tun. Hallo, ich bin noch nicht fertig mit dir. Was machst du denn Was eigentlich hier? machst du hier? Ich bin Kämpfer. Ein guter Kämpfer? Der Beste. Und jetzt geh. Ich hab keine Zeit zum Quatschen. Na? Was ist? Nein, jetzt nicht. Was ist? Nein, jetzt nicht. Ach. Was machst du, du Handlanger? Wolltest du was? Du hast doch bestimmt noch was vor.
Mit deinen Problemen musst du wohl allein fertig werden. Du hast doch bestimmt noch was vor. Ja, zum Beispiel diese Pflanze hier mitnehmen. Kann ich auch trinken? Nö. Wer bist du? Sam? Hallo. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich bin ja auch noch nicht lange hier. So, so. Mann, da hast du dir ein schönes Plätzchen ausgesucht. Kannst froh sein, dass du noch lebst. Die Gegend hier ist gefährlich. Du bist kein Holzfäller, oder? Nein, auch wenn es vielleicht gerade so aussieht. Ich bin Jäger. Meine Jungs und ich kümmern uns um die Fleischbestände des Banditenlagers. Lass doch den Kram hier liegen und mach was anderes als Holzsägen. Wenn ich könnte, würde ich. Das kannst du mir glauben. Doch ich fürchte, dass es Brogar nicht gefallen würde, wenn ich mich einfach aus dem Staub mache, bevor sein Holz hier gesägt ist. Brogar? Der Anführer der Kämpfer. Ein ganz übler Bursche. Du wirst ihn ganz sicher noch kennenlernen. Du sägst Brogars Holz? Allerdings. Er sagt, er müsse seinen Vorrat an Brennholz aufstocken. Aber das ist reine Schikane. Warum? Ich habe mich mit ihm angelegt. Und jetzt lässt er mich dafür bluten. Heißt das, dass Brogar dich von deiner eigentlichen Arbeit abhält? Was soll ich machen? Ich kann ja nicht Holz sägen und gleichzeitig jagen gehen, du Schlaumeier. Warum wehrst du dich nicht dagegen? Im Moment habe ich keine andere Wahl. Er hat die ganzen Kämpfer auf seiner Seite. Das klingt so, als hättest du Angst vor ihm. Ist das so? Nun, dann solltest vielleicht du mal mit ihm reden, was? Er ist gleich dort drüben. Viel Spaß, Kleiner. Ja, mal sehen. Du bist Anführer der Jäger? Ja, aber wie du siehst, komme ich hier nicht weg, um mich um sie zu kümmern. Meine Jäger machen momentan, was sie wollen. Kannst du mir was beibringen? Du willst doch wohl nicht Holz hacken. Ich dachte eher an die Jagd. Da bist du bei mir richtig. Was kannst du mir über die Jagd beibringen? Geschick. Hochgeschwindigkeit ermöglicht es dir, bessere Bögen zu benutzen. Außerdem verursachst du im Fernkampf mehr Schaden. Hier noch ein bisschen mehr. Bogen 2 hat er auch. Schleichen. Tiere ausweiden. Na gut. Was ist mitmachen? Muss ich mich denn anschließen? Dann muss ich mal eben... Was schnell speichern jetzt an? Ja, F8. Ich will bei euch mitmachen. Na gut. Ich erkläre dir jetzt mal ein paar Dinge, Kleiner. Der Don sitzt in seinem Tempel und hat sich schon seit Tagen nicht mehr hier draußen sehen lassen. Seine Frau Rachel versucht seitdem, das Lager hier draußen zu leiten. Wenn du es schaffst, Rachel von dir zu überzeugen, wärst du sicher ein ganzes Stück weiter. Verstehe. Rachel also. Nicht so schnell, Kleiner. Die Sache hat einen kleinen Haken. Lass mich raten. Brogar? Ich sehe, du lernst schnell. Ach ja. Warum kann ich nicht einfach mit dem Don selbst sprechen? Kein Problem. Dazu musst du an dem Wachposten oben am Tempeleingang vorbei. Hast du schon mal mit ihm gesprochen? Nein, noch nicht. Dann rede doch mal mit ihm. Vielleicht lässt er dich ja rein. Ach ja, alles nicht so einfach. Okay. Was sind die komischen Viecher? Okay. Brogar. Wollen wir mit denen erstmal reden oder wollen wir... Quake. Da gibt es ja echt viele. Echse am Spieß. Huhn. Schurke. Nein, jetzt nicht. Was ist? Gerade nicht. Hawkins. Und wer bist du? Ich bin die ärmste Sau, die du je gesehen hast. Tag ein, Tag aus schuft ich mir hier den Arsch ab. Und was ist? Ständig werden mir obendrein noch Steine in den Weg geworfen. Manchmal wünschte ich mir, die Sumpfwürmer würden hier alles töten, was zwei Beine hat. Oha. Wer wirft dir Steine in den Weg? Alle paar Tage wird einer meiner Leute von einem Wurm oder
Schlimmerem gefressen. Wir Arbeiter sollen die goldenen Artefakte sammeln und zu Beppo bringen. Doch Beppo. Nicht gegen die ganzen Monster kämpfen. Rogar, das Riesenarschloch, sollte mich dabei eigentlich unterstützen. Ja, glaubst du etwa, er oder einer seiner Kämpfer bewegt sich, wenn uns was passiert? Vergiss es. Was ist deine Aufgabe hier im Lager? Ich bin Anführer der Arbeiter und soll mich um die Ausgrabung kümmern. Kannst du mir mal sagen, wie ich das machen soll, wenn hier jeder tut, was er will? Schlechte Moral unter deinen Leuten? Schlecht ist gar kein Ausdruck. Der Goldrausch vergiftet die Gemüter meiner Arbeiter. Wenn nur einer von ihnen die Schlagkraft eines Kämpfers hätte, wäre er schon längst nicht mehr hier. Dann würdest du ihn nur noch in einer Kneipe oder einem Bordell der Hafenstadt rumhängen sehen. Ich werde mal mit Brogar darüber reden. Du bist doch total bescheuert. Was willst du denn da machen? Keiner hier kommt gegen die Übermacht der Kämpfer und schon gar nicht gegen Brogar an. Die Arbeiter sollen wieder arbeiten. Naja. Hör mal auf zu jammern und erzähl mir lieber, wie man Brogar bearbeiten könnte. Du hast doch einen Vogel. Ich mach da nicht mit. Du bist ein Weichei. Lieber Weichei und lebendig als ein Held und tot. Bei meinem schwachen Herz lasse ich mich lieber auf keinen Ärger mehr ein. Jetzt übertreib mal nicht. Geh und frag die Jäger, wenn du mir nicht glaubst. Die können dir erzählen, wozu Brogar fähig ist. Ich sehe schon, das hat keinen Zweck. Naja. Wer gehört hier alles zu deinen Leuten? Arbeiter arbeiten. Oder auch nicht. Jedenfalls sind sie meist an Ausgrabungsstellen zu finden. Ein Arbeiter ist, wer Arbeiterkleidung trägt. Das wirst du doch wohl erkennen können. Oder? Dann stell nicht so blöde Fragen. Entschuldigung. Junge, weißt du was? Ich klatsche dich gleich um. Nein. Schon gut. Ich dachte, ich frag lieber mal nach. Ich hab damit nicht angefangen. Du wolltest dich um die Scheiße kümmern. Ich hab dich nicht darum gebeten. Wer zur Hölle macht eine Graupe wie dich zum Anführer der Arbeiter? Ich hab's mir nicht ausgesucht. Der Don kam eines Tages zu mir, zeigte mit dem Finger auf mich und sagte, ab jetzt kümmerst du dich um die Ausgrabung. Und bums, hatte ich den Job. Ja, genau so war's. Da bin ich mir sicher. Erzähl mir mehr über eure Ausgrabungsstellen. Wir haben drei. Eine im Osten des Tempels und zwei sind mitten im Sumpf. Wenn du über Artefaktkisten stolperst, bist du richtig. Verstehe. Oh. Also nicht wundern, wenn in diesem Spiel viel geredet wird, das gehört dazu. Ich hoffe, das stört nicht. Ich brauche eine bessere Rüstung. Das Einzige, was ich dir geben kann, ist Arbeiterkleidung. Die ist aber nicht umsonst. Außerdem bist du keiner meiner Arbeiter. Also, warum sollte ich dir unsere Kleidung geben? Mal angenommen, ich schaffe es, dass deine Arbeiter wieder arbeiten. Mal abgesehen davon, dass es eigentlich dein Job ist. Was wäre dann? Na gut, wenn du das tatsächlich hinkriegst, können wir noch mal darüber reden. Ich kann dir nicht helfen. Alles klar. Quake. Lorenzo. Ich hatte befürchtet, dass du mich anquatscht. Was willst du überhaupt hier? Hier gibt's nichts zu holen für so einen wie dich. Ich bin neu hier. Natürlich. Jeder Idiot kommt hierher wegen des Goldhaufens im Tempel. Aber ich sag dir was, ich hab keine Lust, meinen Anteil vom Gold des Don mit noch jemandem zu teilen. Woher hat der Don das ganze Gold? Das willst du gerne wissen, was? Pass auf, ich verrate es dir. Du siehst doch diesen Tempel dort. Den haben wir erobert. Und er war voller Gold und Artefakte. Solche Tempel gibt es überall hier auf der Insel. Wir müssen nur hingehen und das Gold herausholen. Ihr holt das Gold einfach so aus den Tempelruinen? Klar, einfach so. Mann, natürlich ist das nicht so einfach. Hast du schon mal diese Biester gesehen, die aus den Ruinen kommen? Ja. Die müssen wir natürlich erstmal wegputzen, bevor wir an das Gold kommen. Ah, aber du bist ja Kämpfer, wa? Du bist Kämpfer, oder? Nein, ich trage meine Kampfrüstung nur zum Spaß. Natürlich bin ich Kämpfer. Was ist das für eine bescheuerte Frage? Habe ich schon mal erwähnt, dass hier so lustige Gespräche ein bisschen kommen? Hier sieht man das mal.
Jemand wie du hat Probleme mit Viechern aus den Ruinen? Du wirst nicht aufhören zu nerven, oder? Okay, du Großmaul, dann pass mal auf. Wir zwei gehen zu einer nahegelegenen Tempelruine. Wenn wir die Biester dort weggemacht haben, teilen wir uns das Gold, das darum liegt. Dann werden wir ja sehen, wie gut du wirklich bist. Was meinst du? Ich denk drüber nach. Ich denk drüber nach. Na gut, aber lass dir nicht so viel Zeit damit. Was hat der Don mit dem Gold vor? Noch so eine blöde Frage. Die Weißen haben die Stadt besetzt, deswegen sind wir ja überhaupt erst hier in den Sumpf zurückgewichen. Wenn die religiösen Fanatiker einmal abgezogen sind, werden wir uns die Stadt wieder unter den Nagel reißen. Entweder mit Waffengewalt oder wir kaufen sie uns einfach zurück. Was genau machen die Weißen in der Stadt? Du hast doch echt keine Ahnung, oder? Die Stadt brauchen sie nur, um ihren Nachschub zu sichern. Ihren eigentlichen Job erledigen sie in der Vulkanfestung. Aber frag mich nicht was. Ich habe keine Ahnung und es ist mir auch egal. Was? Ha, dir wird noch das Lachen vergehen, du Witzbold. Wenn sie dich erstmal zu fassen kriegen und dich in den Tempelruinen verheizen, werde ich derjenige sein, der lacht. Wenn du das sagst. Naja, ich komme auf dich zurück. Was bist du denn für einer? Hi. Hast dich wohl verlaufen, was? Mach dir mal keinen Kopf. Ich werde mich schon um dich kümmern. Wer bist du? Ich bin Craig. Wenn Daniel du dein Craig. Hart erarbeitetes Gold loswerden willst, dann bist du bei mir genau richtig. Soll ich dir mein Gold jetzt gleich in die Hand drücken, oder was? Nicht direkt. Nur wenn du es bei einem ehrlichen Spielchen verlieren solltest. Wie funktioniert dein Spielchen? Ha, bist neugierig geworden, was? Also, pass auf, ich erklär's dir. Du gibst mir einen Teil deines Goldes und wenn du gewinnst, bekommst du deinen Einsatz doppelt zurück. Und wenn ich verliere? Dann gehört dein Gold mir. So einfach ist das. Wer sagt mir, dass du mein Gold nicht einfach behältst? Ein wenig mehr Mut hätte ich dir schon zugetraut, Bursche. Aber wie du willst, dich zwingt ja keiner. Du musst nicht spielen. Was müsste ich dafür tun, um zu gewinnen? Das kommt darauf an, worum es geht. Wir spielen um alles hier im Banditenlager. Wer ist der nächste Arbeiter, der von einer der Sumpfkreaturen gefressen wird? Wer gewinnt den nächsten Arena-Kampf? Solche Dinge. Tja, aber wenn du auf dich selbst setzt, nun, da solltest du schon etwas dafür tun. Ihr kämpft auch um Gold? Ist schon etwas länger her, aber ja, wir kämpfen auch um Gold. Drüben im Westen haben wir eine kleine Arena. Dort halten wir unsere Kämpfe ab. Was ist mit dir? Du siehst aus, als könntest du ein paar Schläge vertragen. Kann ich hier irgendwo trainieren? Da bist du bei mir genau richtig. Wenn du willst, trainiere ich dich. Welcher Kämpfer ist denn gut? Ricardo ist eine Pfeife. Den würde ich mit der linken Hand fertig machen. Naja, Lorenzo ist auch nicht besonders. Domingo ist wohl der Beste hier im Lager. So wie ich das sehe. Aha. Erzähl mir mehr über die Arena. Der Kampf in der Arena ist keine ernste Sache. Wir machen das, um uns zu messen und zu trainieren. Wenn du kämpfen willst, geh zu einem unserer Kämpfer und fordere ihn heraus. Wenn der sich mit dir schlagen will, geht er mit dir in die Arena. Der Kampf beginnt, wenn beide Gegner in der Arena stehen und ihre Waffen gezogen haben. Wer zu Boden geht, hat verloren. Ach, verstehe. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Stärke. Würde ich dir bessere Waffen zu benutzen? Nahkampf mehr Schaden. Oder Schwert 2. Gold 200, aber habe ich das? Unterrichte mich im Schwertkampf. Ich erkläre dir mal, wie man eine Konterparade schlägt. Wenn dein Gegner dich mit Schlägen eindeckt und du keine Chance siehst, ihn selber zu attackieren, musst du seine Waffe zur Seite schlagen. Wenn er dann schutzlos ist, musst du direkt angreifen. Das hört sich leichter an, als es ist.
Du brauchst ein gutes Gefühl für den richtigen Moment. Aber mit ein bisschen Übung wirst du das schon schaffen. Aber vergiss eines nicht. Das funktioniert nur, wenn dein Gegner dich angreift. Konzentriert er sich auf seine eigene Parade, kannst du diesen Trick vergessen. Schwert 3, okay. Ja gut, das haben wir wahrscheinlich auch alles nicht. Wir haben auch ganz, ganz wenig. Ach komm, ich lerne das einfach noch hier. Werden. Weiter so. Können wir noch mehr machen. Jetzt haben wir nur noch 20 Gold. Okay. Da ist Broga. Aber nachts könnten wir hier wieder was, naja, mitgehen lassen oder so, ne? Du bist hier der Schmied? Ich bin nicht nur ein einfacher Schmied, Jungchen. Ich bin der Beste und ein guter Goldschmied noch obendrein. Wenn du bei mir lernen willst, muss ich dich enttäuschen. Ich hatte seit Jahren schon keinen Lehrling mehr. Also frag mich erst gar nicht, klar? Sehe ich etwa wie ein Lehrling aus? Hab nicht so eine große Schnauze, Jungchen. Sonst wirst du mich mal kennenlernen. Sag, was du von mir willst. Ansonsten verschwinde wieder. Ich brauche Waffen. Das sagen alle. Aber kannst du dir das auch leisten? Wenn ja, ich will lieber gar nicht wissen, woher du das Gold hast. Hast du auch Schwertrohlinge? Nur das, was ich verkaufe. Meine Erzvorräte sind nämlich leer. Aber wenn du mir Eisenerz anschleppst, dann kann ich dir natürlich Rohlinge herstellen. Ich möchte Eisenerz gegen Rohlinge tauschen. Gut. Was willst du? Wie viel Eisenerz brauche ich denn? 8 Eisenerzbrocken mindestens für ein Einhandschwert. Bastardschwerter brauchen 10. Und 212 Eisenerzbrocken. Okay. Zeig mir deine Ware. Hat auch noch nette Sachen, ne? Was haben wir denn eigentlich? 15 Klingenschaden. Und hier natürlich auch. Benötigen natürlich auch mehr Stärke, ne? Ja. Den können wir auch nehmen. Gold wird aber 100. Ich kann auch im Moment nichts verkaufen unbedingt. Weiß ich nicht. Flaschen? 2. Vielleicht das hier? Na, bringt alles nichts. Nur so ein bisschen hier Heilkräuter? Weiß ich nicht. Das ist nicht viel. Egal, hat er denn Arbeit? Pah, erzähl mir nichts. Keiner hier sucht nach Arbeit. Das Einzige, was alle suchen, ist das Gold. Und du siehst nicht so aus, als wärst du eine Ausnahme. Erzähl mir mehr über deine Goldschmiede. Gold, Gold, immer nur Gold. Das schlägst du dir mal lieber aus dem Kopf, Jungchen. Jeder Krümel Gold hier draußen gehört dem Don. Je eher du das akzeptierst, umso gesünder ist es für dich. Das werden wir noch sehen. Jeder hier gibt sein Gold dem Don? Einmal im Monat muss jeder von uns beim Don vorsprechen. Alles, was wir hier in der Gegend an Gold gefunden haben, werfen wir auf seinen großen Goldhaufen im Tempel. Tatsächlich jeder? Natürlich. Niemand wäre so dumm, das Gold zu behalten und sich damit mit dem Don anzulegen. Wenn du das sagst... Pah, ich weiß, was mit raffgierigen Typen passiert, die den Don bescheißen. Kein schöner Anblick, sag ich dir. Also komm nicht auf dumme Gedanken. Ich doch nicht. Wie komme ich zum Don? Du? Zum Don? Vergiss es. In den Tempel lässt er nur seine engsten Vertrauten. Du müsstest schon etwas sehr Wichtiges für den Don haben, damit man dich zu ihm lässt. Verstehst du? Werd's mir merken. Also eine Audienz bei Don Esteban, ja. Das kommt, da kommen wir noch zu wahrscheinlich. Der Don will Gold. Alles, was aus Gold ist. Goldmünzen, Goldteller, Artefakte und Waffen aus Gold. Waffen aus Gold? Na klar. Kürzlich fanden wir den Knauf eines sehr edlen Goldschwertes.
Der Don will, dass ich dieses Schwert wieder richte. Leider fehlt fast die komplette Klinge. Wo ist der Rest des goldenen Schwertes? Überall, wo diese alten Tempelruinen sind, findest du auch Kram der alten Völker, die sie erbaut haben. Sicherlich hat der eine oder andere hier im Lager schon eins dieser Dinger gefunden. Der besoffene Jäger Louis behauptet, mehr darüber zu wissen. Aber ich glaube, er schneidet nur auf. Wie willst du das goldene Schwert wieder richten? Gar nicht. Ohne die fehlenden Teile der Klinge kriege ich das nicht auf die Reihe. Ha, das könnte nicht mal der Beste. Und ich bin der Beste. Ich werde die fehlenden Bruchstücke des Goldschwertes finden. Wer weiß. Vielleicht hast du ja mehr Glück als ich. Lass dir nur nicht einfallen, die Dinger selbst zu behalten. Wenn du was findest, bring es mir, klar? Natürlich. Ja. Bei Louis können wir nochmal fragen. Bei diesem Broger können wir... Gibt's was? Gibt's was Wichtiges? Ich will es nicht hören. Was in der nächsten Folge mal gucken, was der so sagt. Beppo? Alles klar bei dir? Suchst du was? Kämpfer. Halt! Keinen Schritt weiter! Achso, da können wir auch noch mal gucken. Aber die Folge ist schon sehr lang und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sind wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.